Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde War Thunder. Wir spielen nochmal eine Luftschlacht. Um genau zu sein, wieder eine mit Bodenzielen. Und ich ja immer noch keinen Bomber habe. Aber, mein Gott, was soll's. Ja, dann geht's direkt mal los hier in die Schlacht. Ich werde euch auf jeden Fall noch die Panzerschlachten vorstellen. Aber mal ein bisschen langsamer fliegen. Ich möchte nicht wieder als erstes da vorne rein. Ja, mal gucken, vielleicht gewinne ich ja diesmal. Letztes Mal sah das ja nicht so schlecht aus. Ich war immerhin Vierter im Team. Also so schlecht bin ich dann doch nicht bei dem Spiel eigentlich. Obwohl ich ziemlich Kamikaze fliege teilweise. Muss ich ja mal sagen. Nein, kommt schon heute einer. Ja, schnell zurück. Nochmal kurz einmal drehen. So, ich werde mich mal von rechts hier mal anschleichen. Mal gucken, was ist da die. Was ist mit ihm da? Van Falkeneck. Mal gucken, ob wir den mal kriegen da. Komm, triff. Ja, jetzt klemmt die Waffe wieder. Wie man sieht, immer so ab 600 Meter ungefähr, dann taucht so ein Punkt auf vor ihm. Das ist dieser Punkt, wo man hinschießen muss, im Prinzip, um ihn zu treffen. Der ist zu schnell für mich. Na gut, dann fliegen wir wohl ab. Noch nichts gemacht, habe schon 15 Punkte gekriegt, das ist ja schön. Aber ich werde jetzt mal gucken, dass ich mal ein paar Bodenziele da abkriege, kaputt kriege. Denn das ist ja im Prinzip der Sinn der Karte, der Schlacht. Kann ich die schon? Nein, ich glaube nicht. Das ist unwahrscheinlich. Aber das gibt's doch nicht. Ach, hau da ab. Na, versuch's ja. Da war knapp. Geht doch. Wow. Ich kann aber gut ausweichen, wa? Oh, schade, doch nicht. Ups. Schade. Aber lange, lange ausgehalten, muss ich sagen. Dafür, dass der eine mich da die ganze Zeit verfolgt hat, habe ich aber gut ausgehalten. Aber zwei Bodentruppen schon mal kaputt geschossen. Aber das sieht schon wieder scheiße aus, weil bei uns sind nur noch 32 und die haben noch 45. Oh Mann. Ja, das Problem ist, teilweise die Leute, die verstehen manchmal echt das Prinzip nicht, dass wir auf die Bohnen da hinten drauf müssen. Weil das Problem ist ja nicht nur, dass die Flugzeuge da drauf schießen, das Problem ist, die Bohnen da hinten, die beschießen sich auch gegenseitig. Das heißt, irgendwann sind sie so oder so kaputt. Da ist aber irgendwie ist er dann abgestürzt, habe ich gerade gesehen. Mal gucken, ob ich den da vielleicht kriege. Punkte sind natürlich wichtig in dem Spiel zu kriegen, weil das erhöht die Forschung und so. Ja, jetzt habe ich mich schon mal getroffen, nochmal. Was schießt der? Achso, der schießt auf die Bodenziele. Der Schmutzbuckel. Treff ihn. Gibt's doch nicht. Jetzt habe ich mir drauf. Kritischer Treffer, sehr gut. Linker Flügel wurde beschädigt. Mal schauen, was er vielleicht abstürzt. Big Cocky. Oh, toller Name. Wir sind getroffen einmal. Ich bin noch nicht weg. Mein Freund. Waffe klemmt, ist auch immer sehr toll.
Der lebt ja immer noch, der in dem Ort. Knall den nochmal ab da. Gibt's doch gar nicht. Was will ich jetzt machen? Geht doch, wie gesagt. Da ist einer gelandet. Der Baum. Okay, das war doof. Okay, das war jetzt blöd. Ja, ich habe eine weiche Landung geschafft. Wo denn? Ich habe 20 Punkte dafür gekriegt. Ich gehe kaputt. Weiche Landung. Ja, das habe ich gesehen. Ah, wie geil. Aber das sieht schon wieder schlecht aus. Das war jetzt aber echt gut. Weiche Landung. Kein Flügel mehr, gar nichts. Aber wir haben jetzt nur einen Abschuss schon mal geschafft. Immerhin. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir noch irgendwas hier reißen. Noch wenigstens einen abschießen oder so. Das sieht nämlich jetzt gerade sehr schlecht aus. Das sieht aber schlecht aus wie davor die Runde. Ich glaube, ich zeige euch gleich dann auch mal die Panzerschlacht. Mal gucken. Gender? Der kommt noch nicht zu, ne? Obwohl, jetzt haut er wieder ab, glaube ich. Ich glaube, die kommen noch schnell auf mich zu hier. Wie cocky. Treff ihn. Danke. Mein Gott, Waffe klemmen, das ist doch. Ne, 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 ne. Komm, mach die Waffe wieder frei. Na. Puh. Das gibt's doch nicht. Jetzt hab ich ihn. Nein. Die Waffe klemmt schon wieder. Lalalalala. Ende. Schlachttrophäen. 1000 Punkte. Hey. Toll. Toll, toll, toll. Voll toll. Aber da kann ich mir auch nichts von holen. Weil wenn man nicht gewinnt, dann kriegt man weniger Punkte. Aber diesmal war ich aber diesmal nicht so gut. Zwei Wohner, nein, ein kritischer Treffer. Oh. Eine Belohnung dann für den ersten Schritt, ja, okay. So, ich habe jetzt bei der A1 auch schon die neue Dingens da erforscht. So, jetzt mein ganz schweres Wort. Ja, ich würde sagen, ich mache nur eine. Ja, Panzerschlachten ist jetzt natürlich jetzt nicht so schön, weil ich, dafür hier meine ganzen Sachen hier umwechseln muss. Glaube ich, ne? Ach, ich habe ja nur einen. Oh, toll. Achso, ja, machen wir mal eine Panzerschlacht, dann zeige ich euch das auch. Den Panzerkammwagen 2. Leichter Panzer, phänomenal. Das ist ja doof, warum kann ich denn dann nicht für. Einmal so und einmal so. Hm. Naja. Ja, mal gucken, wie das aussieht hier. Panzerschlacht habe ich aber noch nicht gemacht. Das wollte ich schon mal im Voraus sagen. Also wenn ich jetzt richtig noobig spiele, tut mir leid. So, da ist doch was. Vorherrschaft Karelia. Zerstöre die feindlichen Achso, dann sind beide. Das ist einmal Luftwaffe und führt her. Erober und halte die strategischen Punkte, okay? Alles klar. Kämpfe die Teams um die Front. Ja, wenn ich jetzt eine Bombe hätte, wäre das was anderes, aber. Ich habe keinen Bomber. Dann gucken wir mal hier. So, so fährt man, ist klar.
Aber steuern tut es ja mit WASD eigentlich ziemlich einfach. Aber es ruckelt. Also Panzerschlacht ruckelt. Teilweise. So ein bisschen auf jeden Fall. Ich habe zwar keine Frame-Einbrüche, aber... Oh. Wow. Das Spiel ruckelt doch. Habe ich den nicht? Okay, da trifft mich aber, das finde ich natürlich doof. Ja, wenn der da nicht im Weg stehen würde, hier der Ochse. Achso. Aua, aua, aua. Au. Au, ich brenne. Okay, ich bin kaputt. Du willst das Shirt von Russian Artillery. Toll, T-70. Kann mir mal erzählen, warum ich den jetzt nicht getroffen habe? Also manchmal weiß ich nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, irgendwie ist da irgendwas hier im Busch. Nicht überhaupt. Da vorne ist B. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Ja, ich fahre einfach mal. Oh. Oh. Ups. Irgendwo nur beschädigt. Achso, ja, dann kann ich hier mich reparieren. Wie lange dauert das? Verbleibende Zeit, 4 Sekunden, alles klar. 0. Komme ich auch wieder raus irgendwie? Oder hänge ich jetzt fest? Ich hätte da vielleicht nicht runterspringen sollen. Ah, ja. Komm, kämpf. Kämpf, mein Panzer. Komm, du willst sie doch. Ja, komm. Ah, du bist doch nicht. Jetzt häng ich am nächsten Stein hier fest, oder? Komm, fahr doch da. Du bist ein Panzer, ey. Das ist nur ein Stein. Jetzt fahr da rüber. Gibt's doch nicht. Ja, jetzt dreh ich mich schon wieder, oder was? Ja, super. Oh nein. Komm. Ich war hier. Ja. Fahrzeug verlassen. Ja, mächtig. Bringt mir ja nichts. Was soll ich da hier machen jetzt? Oh, ist doch zum Kotzen manchmal hier. Echt. Also da war jetzt richtig doof. So was. Irgendwie weiß ich nicht. Ich bin zu blöd zum Treffen, glaube ich. Ja. Ich bin echt zu blöd zum Treffen, oder was? Gibt's doch gar nicht.
Ich weiß es nicht. Naja. Ich sag, ich bin nicht jetzt nicht der Pro im Panzerfahren. Ich bin teilweise ein bisschen noobig, kann ich sagen. Warum muss sowas denn immer? Boah. Nö! Mach's doch! Ach, Besatzung ausgeschaltet! Du bist ein Feind, bist du, ey! Stück du, ja, jetzt kann ich leider nichts mehr machen. Ach, das ist doch. Bist du echt zum Heulen hier manchmal. Na gut, dann halt nicht. Aber ich hab's euch wenigstens gezeigt. Tja. Und somit werde ich diese Folge jetzt auch beenden und wünsche euch wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.